Ja, aber wollen wir mal sehen, wie weit es ist, ne? Kleinen Moment, Augenblick. Ach. Augenblick. Jetzt haben sie von Zelle 115, ne, den Rothaarigen. Und da kommt noch von 98, der mit die Knubbelnase. Und dann sind sie gleich auch dran, ne? Können sie schon mal langsam fertig machen. Ja, wie bitte? Wie das geht gleich? Ja, hören Sie mal. Sie sind ja gut, da darf ich doch überhaupt nicht drüber sprechen, ne? Das sind doch, ist doch Dienstsiegel, oder? Wie sagt man, Amtsgeheimnis, Verschwiegenheit, alles, ne? Sie gehen ja durch die Falltür, gehen sie ab, 3 Meter tief, oder, dass ich nicht lüge, ich glaube sogar, dass die erweitert haben. 5 Meter, ne? Sausen sie da so runter und dann bricht ihnen ja hinten dieser Knochen kaputt, ne? Das hören sie richtig knacken. Ich meine, sie nicht mehr, ne? Das ist klar. Aber oben der Gefängnisarzt, der hört, wie das knackt, ne? Und dann schreibt er alles schön in sein kleinen Büschen. Und, naja, wie gesagt, dann ist Feierabend, ist vorbei. Dann kommen sie in den Keller und muss der Staatsanwalt sie noch begucken, weil ja da ein Zeuge beweisen muss, ne, dass sie der Tote da auch sind. Ne? Naja, seien sie froh, dass das hinter sich haben. Ganze Leben hat sowieso keinen Wert. Gucken sie mal, wir vom Strafvollzug, ne, schon wieder keine Weihnachtsgratifikation. Ja, ich sag die Tage noch für meinen Kollegen. Ich sag, am liebsten ging ich auch auf die Falltür. Ne? Da hätten wir den ganzen Brassel vom Hals. Ne? Aber das kommt dadurch, dass wir nicht organisiert sind. Ne? Wir haben jahrelang einen Antrag gestellt bei der Gewerkschaft Öffentliche Dienste Transport und Verkehr, nicht, dass wir da rein wollen. Und also immer wieder abgelehnt. Jetzt haben wir doch dieser neue Kollege, kennen Sie auch, Wachtmeister Wuttke, ne? Dieser stämmige Herr mit die Platte, ne? Der ist also Pommer oder von Berlin weg, ich weiß es nicht, jedenfalls so ein bisschen hat er so ein bisschen große Schnauze, ne? Und der sagte, was? Die wollen euch nicht aufnehmen bei der Gewerkschaft, sagt er, ich nehme die Sache mal in der Hand, ne? Und ist er dahin und sagt er, bitteschön. Wieso, nicht wahr, sagt er, wir transportieren die Herrschaften zum Galgen. Also Transport und Verkehr, ja nur. Also darauf konnten sie dann ja nichts entgegenbringen, nicht? Und sind wir jetzt da angeschlossen, sind wir gewerkschaftlich organisiert, nicht? Und haben sogar einen Antrag laufen, auch auf Seelenzulage. Weil wir ja diese ganze seelische Grausamkeiten, ne, was wir hier in der Delinquentenzelle da ganz schön erdulden müssen. Ne. Das bleibt einem ja auch nicht in der Uniform hängen. Ach, bin ich mal gespannt, wie viele Mäuse, dass sie uns da jetzt zubilligen werden. Hm. Ach, das dauert heute wieder. Es ist immer, wenn der Staatsanwalt Knuffmann eine Hinrichtung leitet, das dauert immer eine halbe Stunde länger. Soll doch nicht so viel erzählen. Mann, das wollen doch die Leute gar nicht mehr hören. Ach, das ist ein Blödsinn. Ich bin bei meinem Schwager zum Kaffee eingeladen. Ne? Der hat heute 50-jährigen Geburtstag. Ja, den einen Anschluss, das klappt schon nicht mehr mit der Straßenbahn. Ne? Na ja, es könnte noch gelingen. Der wohnt oben am Stadtpark, ne? In dieser neue Laubenkolonie. Ne? Jetzt fährt da auch ein Omnibus, nicht? Also wenn der den Anschluss abwartet, ich weiß, könnte, wenn ich Glück hab, noch geraten, nicht? Sonst stehe ich nachher da, kann ich eine halbe Stunde da warten. Ja. Also Sie sind auch noch ein junger Mensch, ne? Oder, ja, oder wie alt schätzen Sie mich? Ja, ne? Komm, raten Sie mal. Ja, von wegen, ne? Ja, denkst du, ne, 63, jo, das weiß ich, das sehen die wenigsten, ne, ja, ich hab mich gut gehalten, ne, ich könnte ja ihr Vater sein, ne, ich bin ja 35 Jahre im Strafvollzug, ne, 35 Jahre im Außendienst auch gewesen, ne, und jetzt habe ich vor einem halben Jahr ein bisschen Malessen mit den Füßen und dadurch haben die mich dann in der Delinquentenzelle gesteckt, ja.
Ach, aber ich habe mich auch hier immer ganz wohl gefühlt, ne? Immer guten Kontakt mit den Leuten gehabt. Ich meine, das sehen Sie ja auch selber, dass ich kein Unmensch bin, ne? Wenn einer mir entgegen, wie sagt man, wie es in den Wald hinein schallt, ne? So schallt das auch heraus, ne? Was haben Sie, Henkers Mahlzeit? Bratwurst? Oh, die ist gut, ne? Ja, der Gefängniskoch, sieh, das ist eine Kanone, der Mann. Der ist ja jahrelang auf diese große Ozeandampfer, ist der als Oberkoch rumgefahren, ne? Ne, der ist wirklich auch da nur gute Zutaten, anders kommt das bei dem gar nicht in Frage. Nicht Fleisch, immer schön abgehangen, alles. Ja, aber hätten sie mehr haben können. Ja, sicher, steht Ihnen doch zu. Steht Ihnen zu? 1 Pfund Fleisch, 1,5 Pfund Gemüse, 2 Pfund Kartoffeln. Ja, nur jetzt nicht mehr, ne? Was? Ach, das ist so Blödsinn. Jetzt, das hat doch keinen Wert mehr. Ich meine, das kriegen Sie ja gar nicht mehr auf, ne? Sind doch gleich dran. Nee, ich will Ihnen sagen, wie das geht. Sie mussten gestern Abend, nicht? Mussten Sie mir bis 6 Uhr Ihre Wünsche da kundgeben, ne? Der eine will schon mal gern Rotbarschfilet, der andere Wiener Schnitzel oder dass einer vielleicht Chinesisch haben will. Und da muss ich bis spätestens 7 Uhr, nicht? Muss ich auf einen kleinen Zettelchen, muss ich das in der Gefängnisküche geben und dann geht die Sache klar, nicht? Dann kriegen die Herrschaften das dann morgens serviert für den letzten Gang, ne? Sicher, das mussten die Ihnen, das ist Schuld vom Büro, ne? Die hätten Ihnen das mitteilen sollen, ne? Kann man sehen, haben sie immer andere Sachen im Kopf, statt dass sie hier die Herrschaften auf die Chancen hinweisen. Das ist doch Blödsinn. Ich werde aber, da können Sie sich drauf verlassen. Ich werde da nachher ganz schön die Sache reklamieren. Ja. Aber sonst, Sie machen das richtig, ne? Nicht jammern, nicht klagen. Wenn man was ausgefressen hat im Leben, ne, sagt man bitteschön, jawohl, ist passiert und steht man als Mann dafür gerade, ne? Auch gerade bei den Knuffmann, Sie, wenn sie da manchmal so am Jammern sind, dann, also das kann der ja auf dem Dort nicht ausstehen, ne? Noch vorige Woche hatten sie einen, der hatte, also genau wie Sie, selber Delikt, ne? Und der war vielleicht dran, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Ach, da ging aber der Knuffmann. Der hat mir vielleicht Zunder gegeben, sagt er, hätten sie hier das Menschenleben nicht ausgelöscht, sagt er, wäre besser gewesen. Jetzt wird hier Gesetz Genüge getan. Ach, der hat mir also richtig, ich habe den noch nie so bös gesehen, ne, den Knuffmann. Ne, sie machen das richtig. Kann Ihnen auch jetzt, kann ich das Ihnen ruhig verraten. Nicht? Sie haben hier im Gefängnis, haben Sie auch, also, da halten alle ganz, ganz große Stücke auf Sie. Ne? Ich meine, haben Sie nichts mehr von, aber ist egal. Sie haben nachher richtig schöne Nachrede. So, Augenblick, Augenblick, jetzt kommen die. Ne? Der Staatsanwalt, der liest dann das Urteil nochmal vor. Das wissen Sie gar nicht, dass Sie bei aufstehen müssen. Augenblick. Moin, Herr Staats. Ach, er sieht mich noch nicht, ne? Unterhält sich da noch mit dem Direktor. Ja. Moin, Herr Staatsanwalt. Jawohl, wünsch ich auch gehabt zu haben. Ja, also ich weiß es nicht. Mir muss, ob das die Knackwurst war, also irgendwas ist mir nicht bekommen. Ich hatte ein paar Tage lang richtig Magenverstimmung, ne? Wie bitte? Ja, hier bei den Herren ist alles in schönster Ordnung, nicht? Augenblick, ich muss nur noch die Ketten abmachen. Kleinen Moment. So. Also dann, alles Gute, ne?